Grüß Gott, mein Name ist Michael Steh. Beschäftige mich seit 25 Jahren mit Laubsägearbeiten. Habe mich der letzten Jahre spezialisiert auf Lichterbögen, Kassetten nach Wunsch. Jeder erwachsene Mann hat in seiner Schulzeit mit der Laubsäge einiges gesägt. In der jetzigen Zeit wird alles mit einer elektrischen Laubsäge geschnitten. In der Schule wurde mit Laubsägestärke 3, 4 und 5 geschnitten. Die Lichterbögen werden mit Laubsägestärke 0 geschnitten, damit der Schnitt nicht nachbehandelt werden muss. Die Kopiersäge wird verwendet, wenn man grobe Sachen schneidet. Zum Beispiel, wenn man mit Holz, sagen wir mal, mit einem Zentimeter schneidet, dann verwendet man die große, die Kopiersäge. Alles Kleine wird mit der Laubsäge geschnitten. Der erste Schritt vom Lichterbogen ist mal zeichnen. Der zweite Schritt ist dann, dass man eben zwei Platten zusammengibt, weil Vorder- und Hinterseite sollten ja gleich sein. Die beiden zusammengegebten Teile werden auf der Seite zusammengegibt und durch das Schneiden bleiben dann die zwei Bögen, die ich brauche, über. Der nächste Schritt ist dann schneiden, schleifen und der Rest ist dann eben das Innere, die Häuser zum Bauen und zusammenschrauben. Der Großteil meiner Lichterbögen ist selbst konstruiert, umgeändert. Die Ideen stammen von Bekannten, Freunden und teilweise werden sie auch in der Nacht geboren. Das war jetzt einmal der Rohschnitt. Das heißt, das Grobe wurde mal ausgeschnitten. Jetzt wird dann der Rand noch geschnitten. Und das alles besteht aus 4 mm Babelsperrholz. Wenn die Wände vom Haus geklebt sind und das Geklebte hart ist, dann gebe ich dann noch die Fensterrahmen. Und der Türrahmen geklebt. Die Lichterkette wird mit einer Heißklebepistole befestigt. So, als nächstes werden dann die Häuser drauf geschraubt. Dieser Lichterpunkt dauert ca. einen Tag. Mit Schneiden, mit Schleifen, mit den Häuserbauen. Jeder Lichterbogen ist ein Unikat. So, dann kommt das zweite Haus drauf. Jetzt wird noch die Hinterseite angeschraubt am Lichterbogen. Schrauben nochmal kontrolliert, ob alles fest ist. Jeder Lichterbogen ist so konstruiert, dass er jederzeit zum Reparieren geht. Das heißt, man kann jederzeit jede Lampe ausbauen. Und jetzt ist er fertig. Die verschiedenen Lichterbögen werden den ganzen Winter gesägt. In den Sommermonaten wird das dann geschliffen im Freien. Und wenn dann der Herbst ins Haus schaut, dann wird das zusammengekippt und vorbereitet für die Märkte. Auf Wunsch werden auch Kassetten angefertigt, zwiebelfest la. Die ganze Kassette wird zuerst das Grundgerippe geklebt. Wenn das getrocknet ist, kommt die Furnier drauf, von heller Furnier bis zur dunkler Furnier. Und wenn das alles getrocknet ist, kommt dann das geschnittene Holz drauf. Nach den letzten 10 Jahren nur mal mit Laubsägestärke 0 schneide, haben sich in den letzten 10 Jahren ca. 15.000 Laubsägeblätter, die ihm abgerissen sind, angesammelt. Auf Wiedersehen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Einblick in meine Arbeit mit Babelsperrholz geben. Auf Wiedersehen.